Fraktion Frank Heinrich. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Vor 18 Jahren, nein, 28 Jahren, Entschuldigung, hat ein ehemaliger Kollege von uns seine juristische Doktorarbeit geschrieben unter dem Titel Bürger ohne Obdach zwischen Pflicht zur Unterkunft und Recht auf Wohnraum, Tradition und Perspektiven staatlicher Intervention zur Verhinderung und Beseitigung von Obdachlosigkeit. Dr. Walter Steinmeier, unser heutiger Präsident. Er hat sich darin beschäftigt mit den strukturellen Notwendigkeiten. Und ich habe ihn dann vor dreieinhalb Jahren mal gefragt, hat sich denn in der Betrachtung inzwischen auf heute etwas geändert? Und er hat mehrheitlich den Kopf geschüttelt. Wahrscheinlich auch würde er sich freuen, dazu hatte ich jetzt nicht die Gelegenheit, ihn mal zu fragen, wenn wir jetzt ein bisschen tiefer graben. Er selber ist hin und wieder mit dem Kältebus, noch als Außenminister, unter den Brücken von der Stadtmission im Kältebus unterwegs gewesen. Ich habe das früher beruflich gemacht, als Sozialarbeiter, später in der Heilsarmee. Kaffee und Tee verteilt in den kältesten Nächten. Menschen zu Weihnachten eingeladen, am Heiligabend, wo man sich ganz besonders alleine fühlt. Und man merkt auf einmal, das sind mehr, als man selber selbstberuflich dachte. Deshalb auch Dankbarkeit an die Einrichtungen, die in dem Bereich arbeiten. Und ich bin dankbar, dass der Armut- und Reichtumsbericht sich mit dem Thema der Wohnungslosigkeit jetzt verstärkt beschäftigt hat. Aber die Einschätzungen gehen, wie gerade von Frau Kolber auch gehört, gehörig auseinander. Wer ist betroffen? Die Größenordnung des Problems. Es gibt keine belastbaren Zahlen auf Bundesebene. Das gilt auch für die meisten Bundesländer. Drei haben eine kleine Zählung und Statistik begonnen. Der Armuts- und Reichtumsbericht basiert in diesem Bereich auf reinen Schätzungen. Und wenn wir jetzt da reinleuchten, dann kriegen wir vielleicht ein Licht, was uns zu Handlungen bringt. Das steht in dem Antrag mit drin. Auf meinem kurzen Heimweg vom Bundestag hier zu meiner Wohnung weiß ich, da komme ich immer an drei oder vier Plätzen vorbei. Ein kleiner Umweg, den ich hin und wieder gehe, sind es noch mal vier oder fünf. Die Wohnungslosen müssen wahrgenommen werden. Wir sind mit für sie verantwortlich, wie der Vorredner gesagt hat. Und mir ist es wichtig, da Licht ins Dunkel zu bringen. Und es braucht möglicherweise strukturelle Veränderungen, aber ohne eine basierte Datenlage werden wir dem nicht gerecht. Deshalb freut mich der jetzige Gesetzesentwurf. Es soll valide Informationen als Grundlage beschafft werden, die Wissensbasis vergrößert werden im Bereich von Wohnungslosigkeit. Und ich wünsche mir, dass wir allerdings noch mehr als jetzt drinsteht rausholen. Die Statistik ist noch sehr eingeschränkt. Es gibt drei, vier Bereiche, wo wir tatsächlich noch nicht wissen, wie wir das überhaupt untersuchen sollen. In Heimen, in Anstalten, Asylen und Frauenhäusern. Wie kriegen wir diese Zahlen evaluiert? Selbstzahler in Billigpensionen oder die gerade genannten Couchsurfer oder Leute, die tatsächlich unter Brücken leben. Da müssen wir noch tiefer graben und wir haben verabredet unter den Koalitionspartnern, dass wir die ergänzende Forschung unter Paragraph 8 dieses Gesetzes noch tiefer präzisieren. Das freut mich. Ich möchte noch zum Abschluss auf die Nacht der Solidarität hinweisen und ausdrücklich würdigen. In der Nacht vom 29. auf den 30. Januar, also in anderthalb Monaten, werden 3.700 Freiwillige jede Straße in Berlin ablaufen und Obdachlose zählen. Auch da werden sie nicht alle finden. Wer mag, kann dann ein paar Angaben über sich machen. Wer nicht mag, wird einfach nur gezählt. Und ich bin sehr gespannt auf das Ergebnis. Ich wünsche mir sogar, dass so eine Erhebung auf Bundesebene noch mehr Städte durchführen. Nicht um das zu outen, den Einzelnen, sondern zur Sichtbarmachung, möglicherweise auch Alertisierung, Sensibilisierung, um dann vielleicht das eine oder andere davon als Zahl auch nutzen zu können. Diese Woche hat der NABU, und das hat mich dann ein bisschen schockiert, aufgefordert, die Vögel in unserem Umfeld zu zählen, um möglicherweise politische Ableitungen daraus zu treffen. Lasst uns doch gemeinsam einen Weg finden, das ist nicht nur der Antrag, diese Aufmerksamkeit auch wohnungslosen Menschen in Deutschland zuteilwerden zu lassen und daraus dann, wenn nötig, konkrete Schritte ableiten. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frank Heinrich. Nächster Redner, Pascal Kober für die FDP-Fraktion.